Kann es schon wieder sein, dass es nicht funktioniert? Na, geht ja. Also gut, wieder nur eine extreme Verzögerung. Der Kontrollmonitor hat mir noch bis jetzt immer noch kein Bild angezeigt. Aber Sie dürfen mich jetzt hören. Also dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Die Börsenwoche hat zunächst einmal beim DAX bzw. ja, Dow Jones Futures ja negativ begonnen. Der DAX hat hier, wenn man hier in die untere Zeitebene geht, mit einem Abwärtsgap eröffnet. Und gut, aktuell, gerade in der Minute, springt der DAX über die 10.000-Punkte-Marke. Gut, davor war es hier eigentlich nur ein Gap-Close. Dann nochmal ein Rücklauf. Gut, im 1-Minuten-Chart dann nur auf die Unterkante. Und im Stunden-Chart war es halt dann so, dass es hier nicht die Unterkante angelaufen worden ist, sondern hier bei der Unterstützung knapp oberhalb heute Morgen halt der DAX gedreht hat. Ich bin im, wie man eben an den Videos ja von Freitag bzw. auch am Wochenende gesehen hat oder auch hier mit der Short, mit der Dow-Short-Position eben auf fallende Kurse diese Woche eingestellt, zwar nicht komplett aggressiv, es laufen ja noch einige eben Long-Setups, ja, in Twitter zum Beispiel, in Evotech und in bei Morphosis und eine noch in Chevron Short. Was man jetzt aber hier auf alle Fälle eben auch beachten muss, entweder mal einen Stunden-Close, dann über der 10.010er-Marke, besser ist dann fast, wenn hier das Hoch vielleicht genommen wird, aber für mich ist eben aktuell ja das Chance-Risiko-Verhältnis auf der Short-Seite etwa größer, aber im DAX gehe ich eben keine Position ein, denn hier haben sich mir, oder beziehungsweise da waren die Muster mir nicht eindeutig genug. Wenn man jetzt hier auch den die Aufwärtstrendlinie ein bisschen anders zeichnet, hier zum Beispiel im 4-Stunden-Chart war das ja hier schön zu sehen. Dann war hier nur eine Kerze mehr oder weniger darunter. Man hat sich hier, ist der definitiv der Aufwärtstrend, auch der steile, ist hier auch noch intakt, also auf Xetra. Das wäre ja die Kerze nach der Draghi-Rede. So, und hier ist eben im 4-Stunden-Chart über die Marke eben auch noch keiner. Kein 4 Stunden, also kein Kurs über der 10.010er Marke gewesen. Aktuell stehen wir halt jetzt drüber. Warum jetzt gerade so ein Spike gekommen ist, kann ich jetzt nicht auf die Schnelle rausfinden, ne? Da ich auch mein anderes System gerade runtergefahren habe wegen der Bandbreite. Auf alle Fälle, was interessant ist, ist hier jetzt heute die Bayer AG, die treibt den DAX jetzt ja nochmal höher. Vorher stand sie eben bei 3%, jetzt schon bei 4,5%. Hier gab es eben wie oft einen Abpraller im Wochenchart am EMA 200. Und auch letzte Woche ist er noch unter der 100-Euro-Marke, hat der Wert geschlossen. Und eben jetzt hier heute mit dem Ausbruch nach oben. Das ist wahrscheinlich einer, wenn man jetzt auch hier die Kurzliste sieht, natürlich der Preistreiber, nicht nur einer, sondern der Preistreiber aktuell im DAX, gehört ja zu den Schwergewichten. Dann kommen wir kurz zu den Forex-Setups. Australische Dollar, US-Dollar liegt ein Stück tiefer als der Verkaufskurs. Ja, kommt noch nicht wieder in den Kaufbereich runter. Der wäre jetzt hier auch für mich etwa hier bei der letzten Rückkaufposition. Theoretisch könnte auch
das Währungspaar noch ein, ja, ein Tick tiefer fallen, sogar, ja, nicht ganz vielleicht bis an die Ausbruchskante hin, ein paar 50, 60 Ticks höher. Silber kommt weiter ein Stück runter. Da ist noch kein kompletter Plan eingezeichnet, nur wie im Video erwähnt. Ja, sollte es jetzt wirklich einfach in den unteren Bereich des Rainbows kommen, kann man im Prinzip, wer jetzt eben auch jedes Mal die Position mitgegangen ist, sind ja größere Gewinne aufgelaufen und hier kann man sicherlich mit einer kleinen Position fast noch mal dann blind hier reingehen. Ja, Palladium hat das Ziel erreicht, aber wie gesagt schon leider ohne das Kauflimit zu erreichen. Ja, Fresenius hat jetzt leider hier wieder oberhalb der sowieso des Kauflimits gedreht und eben auch nicht ganz in die, nur in die Oberkante eben zweimal touchiert in der Unterstützungszone. Die Morphosis-Aktie ist heute schön im Plus. Hier kann man jetzt mal vorsichtshalber oder vorsichtig den Stopp auf die Unterkante legen, wird sich auch dann mit dem letzten Tief hier vereinbaren, da dieses Gap ist jetzt nicht geschlossen worden, genauso wenig wie dieses, jedenfalls nicht komplett und jedenfalls auch nicht auf Xetra. Also kann man hier die Position schön in den Gewinn ziehen, beziehungsweise den Stopp halt, ja. Kurz zu Gold noch. Liegt heute auch deutlich im Minus. Da hat sich das also dann erstmal bewahrheitet, dass kein direkter Ausbruch nach oben erstmal stattfindet. Und hier ist dann eben, wie geschrieben, sind da die drei Zonen in den Videos erwähnt. Interessant. Vielleicht, aber eigentlich eher, ja. Nee, würde für mich jetzt nicht unbedingt. Außer ganz bullisch kann es natürlich auch hier bei rund 1235 schon wieder nach oben drehen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt, dürfte nicht unbedingt eine Trendlinie sein, die signifikant ist. Könnte halten, aber beziehungsweise eine Rolle spielen, aber ich bleibe jetzt hier erstmal bei diesen drei möglichen Wendepunkten und gehe dort dann Kaufpositionen ein. Ja, Chevron wurde ja erwähnt. Kann hier noch ein bisschen nach oben laufen. Und dann sollte es aber abwärts gehen. Das war's. Danke und danke fürs Zuhören und Entschuldigung wieder mal kurz für die Probleme, aber wie gesagt, am Anfang kein Bild und kein Ton gehabt.